Na Leute, seid ihr überrascht? Ich hoffe es doch, denn ansonsten wäre dieser ganze Aufwand hier auf alle Fälle umsonst. Auf alle Fälle willkommen zur ersten Folge von Mario Kart Wii Online. Was habe ich mir dabei gedacht? Ist eine gute Frage. Ich habe es einfach irgendwie als eine gute Idee empfunden, meine Nerven dementsprechend zu strapazieren. Und das wird jetzt schon direkt in der ersten Sekunde in diesen Rennen deutlich. Ja, ich kann natürlich die Beweggründe für meine Entscheidung, warum ich jetzt mich dazu entschieden habe, hier den Online-Modus zu Let's Playen. Das ist ganz einfach erklärt, und zwar, ich habe mir einfach gedacht, 180 Folgen fast Mario Kart 8 Deluxe, bald 200. Ein bisschen Abwechslung gehört doch schon wieder mal her. Und ja, okay, das Offline-Let's Play von Mario Kart Double Dash war ganz cool und so weiter und so fort, aber hey, ihr wollt doch wirklich die krassen Ausraster haben, und ganz ehrlich, da lohnt sich dieses Spiel einfach perfekt, denn ich glaube, es gibt einfach kein Spiel, wo ich mehr auszucken könnte als das hier. By the way, bevor irgendwer fragen sollte, wie kann ich das spielen und wie kommt es, dass du Mario Kart Wii Online spielst, weil Wii ist doch schon lange down, hätte ich gedacht, kann ich euch natürlich sagen, beziehungsweise, nee, tue ich nicht, weil ich möchte mich ehrlich gesagt, also wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man das macht, dann bitte benutzt an der Stelle Google, weil ich möchte es einfach nicht riskieren, weil es könnte halt wirklich irgendwas schief gehen, und deswegen möchte ich für sowas nicht die Verantwortung tragen, das wäre alles andere als cool. Und deswegen informiert euch selbst bei den Leuten, die was im Internet anbieten, also mit Videos und so weiter und so fort, und dann wisst ihr auch Bescheid, wie man das macht. Ich werde es auf alle Fälle nicht tun. Und ja, ich habe natürlich die absolut beste Runde überhaupt bekommen. 3 Leute und dann noch die Kokospromenade. Hätte vielleicht schon ein bisschen besserer Start sein können, aber man kann ja nicht alles haben. Ich meine, ich muss mich allgemein jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden, wie ich das Let's Play hier aufbaue, weil im Grunde genommen ist es einfach ein Let's Play ohne irgendwie Ziel. Also unendlos Let's Play, genauso wie Mario Kart 8 Deluxe halt. Und ich werde es halt abwechselnd bringen wahrscheinlich. Das ist zumindest mein Plan. Und ja, ansonsten, ich werde wahrscheinlich nur 3 Strecken pro Folge machen, weil die Strecken hier allgemein ein bisschen länger sind, also es gibt schon welche, die 4 Minuten teilweise lang sind, unter anderem auch die Regenbogen-Boulevard, da kommt das, glaube ich, schon ganz häufig vor, und deswegen, ja, ich meine, es gibt natürlich auch ein paar, die teilweise nur 1 Minute lang sind, da werde ich dann kurz dann entscheiden, ob ich eine 4. ranhänge, aber ja, ansonsten, glaube ich, werde ich mich an dieses Schema 3 Strecken pro Folge halten, das ist, glaube ich, dann schon eine ganz gute Zeiteinteilung. Vor ein paar kürzere Folgen schaden doch manchmal auch nicht. Ich meine, wenn du 3 einminütige Strecken hast, das ist dann schon ein bisschen fragwürdig, aber ich glaube, das wird... Was macht ihr? Was tust du? Und ich nutze es nicht, ich Idiot! Ich nutze es nicht! Ich war gerade so richtig verwirrt. Auf einmal steht er da und tut keine Ahnung was. Ey, Shay, was bist du denn bitte für ein Dude? Der bleibt einfach stehen. Und ich nutze es einfach nicht. Ich hätte als Erster sein können. Ja, was geht da denn ab? So Leute, kurz hat mal den Raum gewechselt, weil ich glaube, ihr habt es links oben eh schon gesehen. Da stand einfach mal, dass ich ein 1v1 von mir gehabt hätte. Und ja, okay, das ist ehrlich gesagt nicht sowas für die erste Folge. Ich meine, jetzt gerade das Vorher mit den 3 Spielern ist okay, weil da kann man das Projekt ein bisschen erklären, wie es sich aufbaut. Aber ganz ehrlich, deswegen, ich musste kurz mal den Raum wechseln. Es ging nicht anders, damit wir ein bisschen mehr Action haben. Und jetzt sind wir immerhin 8 Leute. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Glück, weil wir hätten fast eine Strecke bekommen, die nur circa 1 Minute lang ist. Und dann wäre schon der erste Fall eingetroffen, dass wir einfach mal heute 4 Strecken gehabt hätten. Weil die Folge sonst nur so 7 Minuten lang wäre. Circa, vermute ich mal. Und na, oh Gott, ja klar, doppelt. Powerblock und grüner. Ja, ich habe den jetzt gerade gar nicht kommen sehen. Boah, ich armer Yoshi. Lass den Yoshi in Ruhe, ganz ehrlich. Der kann doch gar nichts dafür. Ja, ansonsten übrigens, was ist vom Spiel her anders im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe? Im Grunde genommen eigentlich nur die Strecken. Und ja, wie man es halt nimmt, natürlich die Items auch. Es gibt ein paar andere als halt in Mario Kart 8 Deluxe. Also zum Beispiel die Brustblume fällt komplett aus, zum Beispiel, oder der Boomerang. Aber dafür gibt es halt andere coole Sachen, die unter anderem ein bisschen was mit Glück und Pech zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel an die schöne, schöne Wolke, welche wir hoffentlich heute nicht begegnen werden, weil die wird mich einfach nur zum Ausrasten bringen. Weil ich hasse das Item wie die Pest. Es ist einfach ein Troll-Item, sagen wir es so, wie es ist. Oh, ein Stern. Ah, ich bin ein Idiot, ich hätte warten sollen. Aber ich krieg Pilze, nice.
Und ich setze einfach beide ein, ich Idiot. Das hätte ich nicht machen dürfen. Nein! Markus, mach was Gutes draus. Ich bin Zweiter. Das ist... Nein! Ich wollte ihn gerade einsetzen, das ist so ein Witz. Aber jetzt haben die anderen keine Items, das ist gut, weil dann kann ich mir den zweiten Platz safen. Bitte. Fahr. Wenn jetzt kein Input-Lag war... Ja, ich bin Zweiter, nice. Plus 57. Geil. So kann es weitergehen. Zweimal Zweiter. Finde ich cool. Och nö. Muss das sein? Oh, da könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Versteht mich nicht falsch. Die Strecke ist eigentlich ganz okay. Aber der letzte Part mit dem Pilz. Ne? Vor allem im Online-Modus ist einfach sowas von schlimm. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Vor allem, wenn es in der letzten Runde passiert. Also ich bin schon gespannt, wie das heute ausgehen wird. Oh Mann, jetzt war es zweimal so gut. Ich habe mich so sicher gefühlt mit den Pluspunkten. Jetzt könnte alles nochmal in die Hose gehen, vor allem, weil wir 10 Leute sind, glaube ich. Also es sind nochmal 2 reingekommen. Na, da bin ich mal gespannt. Ich freue mich drauf. Also ihr wisst natürlich die Stelle hier. Also da ist manchmal ist sogar Glück dabei an den Pilzen. Und das will ich halt nicht, weil dann, ja... Glück ist halt, mit dem kann ich mich nicht anfreunden. Denkt an Mario Party 5, was da passiert ist. Bei meinem Let's Play. Da ist nur Kotze passiert. Ja, der hat den jetzt mal richtig weggeholt, alles klar. Danke fürs Verschonen. Finde ich nice. Und haben wir vorher von der Wolke geredet? Ich glaube schon, hier ist sie. Na komm, kuscheln. Danke fürs Abnehmen. Oh, ich bin glücklich. Weil ansonsten wird es mich jetzt erwischen. Und jawohl. Den hat sogar in der Luft erwischt, nicht wahr? Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist er letzter. Aus dem Leben gerissen. Ich meine, er kann sich eh noch retten und das... Safety, Junge. Oh, danke. So, hier ist den Rot, ne? Okay, den hätte ich mir aufbewahren sollen. Na, egal. Oh mein Gott, ich kann die Runde gerade nicht ernst nehmen. Alter, der Luigi ist komplett RIP. Ich bin Erster. Nice. Also wenn das jetzt der erste Platz werden sollte, dann das kriege ich direkt in der ersten Folge. Ich würde es feiern. Und ich weiß gerade echt nicht, was ich mit meiner Fake-Item-Box hier getan habe. Ich habe die irgendwie einfach gerade versehentlich weggeworfen. Kein Respekt vor Items, nicht wahr? So, jetzt muss bitte alles glatt laufen. Nee, da hat irgendwer eine Wolke hinter mir. Okay, ich glaube, die ist weg. Bitte! Oh, danke! Das muss jetzt alles glatt gehen, bitte. Ich habe halt nur eine Fake-Item-Box. Verdammt, die kann keinen roten abwehren. Aber es sieht gut aus. Leute, es sieht gut aus. Wird es der Erste? Es wird der Erste. Ich fress einen Besen. Ich habe das Skandalprojekt angekündigt am Anfang. Also als Rage-Projekt. Und was passiert? Zweimal Zweiter, einmal Erster. Irgendwas ist doch hier falsch, oder? Hä? Wie? 112 Pluspunkte, ja moin! Boah, ist das geil, Junge, ist das geil! Ich würde sagen, die erste Folge. Ich glaube, die nehmen wir so an, oder? Leute, bevor wir das Glück zu viel herausfordern, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.